Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Dienstag, den 5. Dezember. Heute dabei Mac App Store, Google Maps, Google Allo, Facebook Messenger Kids und MyTaxi. Beginnen tun wir mal mit einer Information zum Mac generell, aber jetzt im Besonderen zum Mac App Store. Denn Apple hat nun bekannt gegeben, dass ab Januar nur noch 64-Bit-Apps akzeptiert werden. Denn ab dem nächsten macOS-Update wird wohl auch dann die Unterstützung für 32-Bit-Architektur nicht mehr vorhanden sein. Und von daher macht der Schritt natürlich Sinn. Auf iOS haben wir das ganze Jahr schon hinter uns. Und von daher wird es diesmal auch keinen großen Aufschrei geben, denke ich mal. Generell ist natürlich eine gute Sache, modernes System. Also ich habe damit kein Problem. Google, die haben jetzt in Google Maps einen Modus für Motorradnavigation. Die ersten Nutzer haben ihn schon freigeschaltet bekommen, also er ist noch nicht querbeet freigeschaltet. Man hat dann neben dem Auto-Icon ein entsprechendes Motorrad-Icon. Und ja, ob das so richtig voll Sinn macht, weiß ich auch nicht, denn im Regelfall fahren die Motorräder ja auf den gleichen Straßen wie die Autos. Also ja. Wer es braucht, der bekommt es jetzt eventuell. Google hat dazu auch noch nichts großartig gesagt. Also es wird jetzt klammheimlich einfach freigeschaltet für ein paar Nutzer. Warten wir mal ab. Wozu aber Google auch nichts gesagt hat, aber was auch ansteht, ist ein Update für den Google Messenger Allo. Ja, ich weiß nicht, ob den einer benutzt. Ich nicht. Ich bin da raus. Bisher konnte man bei Allo nur mit einem Account an einem Gerät angemeldet sein und anscheinend gibt es jetzt einen Modus, wo man mit einem Konto an mehreren Endgeräten angemeldet sein kann. Dann gibt es noch ein paar weitere Updates. Es wird die Gruppenansicht verbessert und man kann Kontakte einfacher teilen. Wen das wirklich interessiert und wer von euch den Google Allo nutzt, der kann sich den Link in den Shownotes mal angucken. Führt zu einem Artikel bei den Kollegen vom Stadt Bremerhaven-Blog und also Kaschis Blog, und dann könnt ihr mal im Detail gucken, ob das was für euch ist. Was eventuell eher für die meisten von Interesse ist, ist eine neue Funktion, die Facebook jetzt für den Messenger implementiert, und zwar ein Import von Instagram-Accounts. Man kann also im Messenger sein Instagram-Konto verknüpfen und die Accounts dementsprechend übertragen und hat dann so die Möglichkeit, mit denen über den Messenger zu chatten. Nächster Schritt in der Verzahnung der diversen Facebook-Properties. Wir hatten ja schon ein paar Punkte, wo Instagram dann auch wieder in Richtung Facebook was teilen und verwalten kann. Wie zum Beispiel, es kann teilweise die Stories schon geteilt werden auf Facebook als ein Beispiel. Und ich glaube, da werden wir noch mehr sehen. Das wird ordentlich verzahnt, denn die Action ist auf Instagram und Facebook. Möchte natürlich die anderen Properties auch dementsprechend stärken. Und wenn wir schon bei Facebook sind, nächstes Thema. Es gibt jetzt den Messenger für Kids. Also der heißt auch Messenger Kids und richtet sich an unter 13-Jährige. Also genau die Altersklasse, die bisher außen vor war bei Facebook, laut den AGBs. Und die können jetzt die bekommen jetzt ihren eigenen Messenger und die können nun dort chatten. Sofern die Eltern das erlauben, ihnen das installieren und dann mit ihrem Facebook-Konto, also das der Eltern, entsprechend andere Messenger- und Messenger-Kids-Accounts freischalten, wo sie denken, okay, das ist in Ordnung, mit den Personen können die Kinder dann chatten. Also die Kinder haben kein eigenes Facebook-Konto, brauchen das entsprechend nicht. Das Gesamte wird von den Eltern verwaltet und dann haben sie da ähnliche Möglichkeiten wie im richtigen Messenger. Auch so ein bisschen wie Snapchat, ein bisschen mit Filtern, ein bisschen mit Rummalen. Und eine schöne Sache, wer denn dementsprechend seinen Kindern sowas auch zur Verfügung stellen mag. Und das war's im Großen und Ganzen mit den News. Ich habe aber noch eine am Ende und das ist zwar MyTaxi. Ich bin ein großer Uber-Fan und in Deutschland, wenn ich kein Uber kriegen kann, ist MyTaxi meine nächste Wahl, weil ich da zumindest über der App vernünftig ein Taxi buchen kann und auch mit der App bezahlen, was ich auch für sehr wichtig halte. Also für mich zum Beispiel, ich kann einsteigen, aussteigen und mehr oder weniger halbwegs automatisch ist der gesamte Prozess viel einfacher, als statt noch manuell auch eine Kartenzahlung durchzuführen im Taxi oder mit Bargeld.
Und MyTaxi hat jetzt einen neuen 10-Euro-Gutschein draußen für die nächste Fahrt. Kann ich natürlich immer empfehlen. Haben sie ein paar Mal jetzt schon gemacht, habe ich auch ein paar Mal genutzt. Aber viel interessanter, es gibt jetzt MyTaxi Match. Und das ist im Endeffekt, dass man sich ein Taxi teilt. Also man sucht sich Mitfahrpartner und die müssen nicht die komplette Strecke mitfahren, die können auch eine Teilstrecke mitfahren. Und je nachdem, wie es dann passt, kann man so bis zu 50% des eigenen Fahrpreises damit sparen. MyTaxi Match ist bislang nur in Hamburg aktiv. Und ja, wer in Hamburg ist, der kann es ja mal ausprobieren. Und wenn er Lust hat, auch gern mal mit uns teilen. Auf Twitter oder auch auf Facebook oder in den Kommentaren unter den Shownotes. Und das war's jetzt wirklich. Das war die Plus-Nachricht am Ende. Und ich bin für heute fertig. Ja, zumindest 2 mehr News als gestern. Ich glaube, die Woche geht noch ein bisschen gut an. Wir haben doch nicht die Weihnachtslücke, die ich gestern vermutet habe. Von daher, ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Kommt gut in den Tag und ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.